Ach ja, dieser Typ, gell, dieser. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, ich grüße euch. In diesem Video, ja, wer hätte es gedacht, geht es wieder um das Verkaufsverbot. Die Motivation, die ich habe, beziehungsweise warum ich erneut darüber ein Video mache, ist ganz einfach. Es ist etwas passiert, worauf einige Pyro-YouTuber reagiert haben, in der Form von dieses Jahr wird Silvester stattfinden. Ja, so war im Endeffekt von den meisten die Aussage, beziehungsweise es wird sehr, sehr optimistisch gesehen. Und das ist in erster Linie wirklich wunderbar. Vorfreude wird angekurbelt etc. Aber ihr kennt mich, ich bin ein purer Realist. Es ist genauso wie wenn du zum Beispiel auf dem Aktienmarkt unterwegs bist und du bist kein Realist, dann hast du komplett verloren. Und das ist halt einfach so meine Ader, die ich in mir habe. Und ich versuche das so gut es geht mit mehreren Optionen zu erläutern. Auch in diesem Video, ich werde ganz detailliert, so gut es geht, so schnell es geht, eben darauf eingehen. Um was geht es denn überhaupt? Und zwar die Deutsche Untergangshilfe, DUH, ja, die haben ja ein generelles Böllerverbot gefordert und dies wurde vom Bundesinnenministerium zurückgezogen. Ja, das ist in erster Linie wirklich wunderbar. Es ist gut, keine Frage. Wir können uns alle freuen, ja. Es sind natürlich absolut, absolut positive Nachrichten. Auch positiv ist natürlich, dass die FDP-Bundestagsfraktion komplett dagegen ist, also gegen ein Verbot. Ja, auch Konstantin Kuhle hieß sie, glaube ich, hat sich eben auch gegen diesen Vorschlag gestellt. Und das sind in erster Linie wirklich, wirklich gute Nachrichten. Aber warum mich das jetzt nicht ganz so euphorisch macht, das werde ich euch jetzt bestmöglich versuchen zu erklären und ich gebe euch natürlich auch zwei Optionen mit. Die erste Option ist die für mich am unwahrscheinlichsten und die zweite Option ist die, die für mich am wahrscheinlichsten ist, ja. Ihr müsst es euch so vorstellen, an alle die, die sich mit Aktien auskennen, ja. Wenn wir in einem Bärenmarkt sind und dann gibt es eine sogenannte, ein Short Squeeze oder eine Bärenmarkt-Rally, die ist fast nie nachhaltig, ja. Und da im Endeffekt, wo der Höhepunkt erreicht ist, denken die ganzen Privatanleger, jetzt geht es wieder zum Allzeithoch, jetzt geht wieder alles nach oben und die ganze Kiste schmiert ab, ja. Und die meisten verlieren dabei ihr Geld. Und so ist es, denke ich, mit dieser Sachlage nicht anders. Damit meine ich, wenn man denkt, es geht alles gut und hat keine Alternativlösung, fällt man auf die Schnauze. In dem Sinne von, man hat kein Feuerwerk. Und das will ich bitte, bitte vermeiden. Das will ich uns allen vermeiden. Aber gut, wir fangen mit der ersten. Für die ist jetzt für mich am unwahrscheinlichsten, habe ich schon gesagt, an. Option 1. Es kann sein, dass Klagen durchkommen. Ja, das wäre, also wenn diese Klagen durchkommen, bearbeitet werden und positiv verlaufen, dann wird zu 100% dieses Jahr ein Feuerwerksverkauf stattfinden. Keine Frage. Dennoch muss man auch da hinterfragen, wie wahrscheinlich ist das, dass überhaupt die Klagen durchkommen. Ja, dazu habe ich auch ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne ansehen. Für mich ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Der andere Punkt von der Option 1 ist, dass dann tatsächlich die Regierungsparteien, ja, zum Beispiel die FDP, die Grünen, CSU, CDU, also die Schwesterparteien, ihr versteht, was ich meine, dass die im Endeffekt dann sagen, ja, okay, wir einigen uns jetzt auf einen Verkauf. Es wurde, denke ich, genug Leid angerichtet, beziehungsweise es gibt einfach keine Grundlage mehr, Feuerwerk zu verbieten. Es ist jetzt schon alles positiv. Also hier sieht man, ja, DUH kommt nicht durch. Es sind alles positive Anzeichen. Jetzt braucht es noch eine positive Nachhaltigkeit. Ja, warum das aber jetzt für mich etwas schwammig ist, ja, dazu komme ich gleich. Das ist die Option 1. Das wäre das, was für uns alle am besten wäre. Wir sind jetzt mal ganz ehrlich. Ja, dieses Jahr am 29. Dezember wird der Feuerwerksverkauf grundsätzlich stattfinden.
Und es ist natürlich ein absolutes Feeling, wenn ihr wieder die Leute seht, die Feuerwerk einkaufen. Vielleicht nicht ganz so viel, man weiß es aber nicht. Fakt ist, man wird sie sehen, ja? Also natürlich kommt das von Ort zu Ort an, ja, aber egal. So, es ist einfach ein geiles Feeling und Silvester beginnt dann schon ab 29., weil man einfach die allermeisten Menschen schon rumböllern hört, ja? So war es jedes Jahr, wo der Verkauf stattgefunden hat, ja? So, und es ist einfach ein Feeling, besser geht's nicht. Man hat keinen Bock mehr zu schlafen, man will nur noch wach bleiben und das schöne Feuerwerk vom Weitem hören. Ja, es ist einfach ein wunderschönes Gefühl und ich denke, das wollen wir alle. Aber bitte, wir müssen dennoch realistisch bleiben und Alternativpläne haben. So, jetzt komme ich zur Option 2. Option 2 ist für mich, wie gesagt, die wahrscheinlichere Variante, dass es dazu führen wird, jetzt schön Euphorie schaffen, ja, uns im Glauben lassen, alles wird gut, die Shops im Glauben lassen, alles wird gut, dann können die alles schön vorbereiten, pipapo, und dann am Ende wird das ganze Kartenhaus zusammenfallen, wenn dies durchziehen bedeutet, dann kommen es wieder Dezember daher und sagen, der Feuerwerksverkauf wird dieses Jahr nicht stattfinden, weil beispielsweise die Inzidenzzahlen schießen nach oben, Corona ist nicht vorbei, dazu kommt die traumatisierten Ukrainer, ja, und die Umweltproblematik, die Tiere, wir kennen es alle, aber wir haben noch mehr, wir haben zusätzlich die Ukraine-Krise. Und wir wissen doch alle, das ist absoluter Bullshit. Die Ukraine-Krise in den Zusammenhang zu stellen, ist Bullshit, ja, Umweltproblematik, Bullshit, wir haben Fakten, Feuerwerk ist nicht umweltrelevant, ja, Corona, auch komplett faktenloser Zusammenhang. Wir wissen alle, dass es lächerlich ist. Aber wenn wir den Gesamtkomplex anschauen und wenn wir uns die letzten 2 Jahre anschauen, dann wissen wir, dass der Gesamtkomplex der Regierung, und dazu müsst ihr euch auch die DUH und die Grünen anschauen, wie eng die miteinander verbunden sind und die ganzen Organisationen, die dahinter stecken. Ja, so. Das bedeutet, der Gesamtkomplex der Regierung ist absolut gegen Feuerwerk. Hat man, das merkt man in allen Ecken und Kanten. Klar, es gibt Ausnahmen, FDP, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Und wenn die gegen etwas sind, dann versuchen die das mit allen möglichen Mitteln durchzusetzen, egal ob es Sinn macht oder nicht. Ja, genau, armes Deutschland, absolut. Aber so ist es nun mal. Ja? Seit 2020 ist es sehr stark verstärkt der Fall. Leider. Und wenn das der Fall ist und die das durchbekommen, dann sage ich euch eins, dann sind die ganzen Online-Shops Geschichte, zumindest die meisten. Selbst wenn sie sich wieder aufrappeln, das wird nie wieder so sein wie früher, nie wieder. Und ich bezweifle es sehr stark, auch so von der finanziellen Lage. Ja? Dann heißt es tatsächlich wahrscheinlich Insolvenz anmelden und dann war es das, leider. Und die meisten, naja, obwohl bei den Feuerwerksherstellern, bei Weco mache ich mir sehr große Sorgen, aber ganz ehrlich, bei den ganzen anderen Firmen, ich denke, da gibt es schon noch gewisse Toleranzen, aber es ist natürlich nicht positiv, ja, darf man nicht vergessen. Bedeutet als Fazit, es kann gut möglich sein, dass sie Euphorie schaffen und dann Dezember wieder alles abhaken, ja, und dann war es das. Was ich auch noch umso erstaunlicher finde, Cannabis wird jetzt legalisiert und unser toller Gesundheitsminister Karl Lauterbach begründet es als, man will den legalen Konsum mehr ausweiten, sodass die Illegalität dahinter, der illegalen Drogenhandel nicht mehr ausgeweitet wird, sondern weniger wird. Das ist der Sinn und Zweck. Ja, müssen wir jetzt alle 100.000-fach Polenböller kaufen, sodass es auch zum überkrassen illegalen Geschäft wird, dass man dann auch Polenböller legal einführt. Es ist nur noch unglaublich und es ist zum Kotzen, zum Heulen und zum Lachen gleichermaßen. Auf jeden Fall, wir dürfen nicht aufgeben, stark bleiben, stark bleiben, stark bleiben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, es ist noch nichts vorbei und wir haben auf jeden Fall unser Feuerwerk. So oder so, ja, darum geht's. Wir werden uns von diesen Lobbyisten, von diesen wirklich kriminellen Machenschaften, werden wir uns nicht unterkriegen lassen. Euer Pyroadler 98.